Also Unterhaltung und Spaß ist nicht unser Ziel Nummer eins. Unser Ziel Nummer eins ist Gesundheit und Zufriedenheit. Weil Unterhaltung und Spaß, das ist Affengeist und führt uns vom Wege ab. Deswegen dürfen wir trotzdem ab und zu Unterhaltung und Spaß haben, aber das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht das, worauf ich das hier auslege, was man auch an den überschwelligen Teilnehmerzahlen mitkriegt. Das ist das, was die meisten, 99,9%, suchen und finden und dann doch nicht zufrieden sind. Oder ihr Leben halt so leben. Ne? Es hat mich noch nie richtig überzeugt und es hat auch für mich in die falsche Richtung geführt, deswegen mache ich das nicht. Ne? Man könnte ja sagen, ich gehe immer wieder in diese Richtung Unterhaltung und Spaß und dann hole ich die Leute da ab und führe sie langsam, behutsam zu Gesundheit und Zufriedenheit. Mache ich nicht. Meine ich, weil mir die Spreizung ist zu groß. Ne? Ich kann nicht anfangen, zum Beispiel einen Alkoholiker zur Abstinenz zu führen, indem ich erstmal selber kräftig mitsaufe. Ne? Das ist Schwachsinn. Mache ich nicht. Also das ist die beste Analogie, die mir bis jetzt eingefallen ist. Also ich muss damit leben, dass es nicht so attraktiv ist. Aber für mich führt das zu Zufriedenheit und Gesundheit. Das ist das, wo ich hin will. Und das ist das, was ich auch beibringe in dem Fall, wo wir gleich wieder bei dem nächsten Ding sind. Also dadurch, dass das dann eben nicht so eine Bespaßung ist, ich gehe zum, na, Massage ist ein gutes Beispiel, ich gehe zur Massage, da wird etwas mit mir gemacht und nachher fühle ich mich entspannt. Also hier kommt man nicht auf die Wiese, da wird etwas mir gezeigt, dann mache ich das so und dann bin ich entspannt. Nein, im Gegenteil, es ist eher so, dass man durch diese Langsamkeit mitkriegt, wo was nicht stimmt. Etwas sogar schmerzt. Ne? Dann muss ich, da habe ich zum ersten Mal mir Zeit genommen und kann darauf achten und das möchte ich. Ich mag aber nicht auf den Schmerz achten. Der soll weg. Und eine komplett andere Einstellung zu entwickeln. Zu sagen, oh lieber Körper, du schmerzt, du willst mir was sagen. Ich soll zum Arzt gehen vielleicht. Dann mache ich das auch mal. Also gerade bei mir, ich mag nicht zum Arzt gehen. Na, aber ich achte da drauf, ne, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann gehe ich damit freundlich, aufmerksam und gelassen um. Also wenn ich dann beim Arzt oder bei einem Spezialisten war, das geht auch auf geistige Sachen, also wenn ich beim Therapeuten oder beim Physiologen oder Arzt war und die mir geholfen haben oder gerade dabei sind, mir zu helfen und die sagen, ja, du darfst zu dem auf der Wiese gehen, das ist, unterstützt das, wo wir hinwollen, dann geht das hier los. Und zwar eben nicht mit dem Wolkenkuckucksheim, es ist alles super, sondern eben, es wird alles super, ne, indem ich mich mit dem beschäftige, was so lange rumliegt. Also wie hat Wayne Shorter noch gesagt, wenn man mit dem Buddhismus, mit der Theorie zum ersten Mal zusammenkommt, dann kommt erstmal der ganze Seelenmüll raus. Der kommt erstmal raus. Das heißt, also, man kann das nicht über la la la, sondern geht raus. Raus. Ne? Also ich vertreibe den nicht. Wenn ich freundlich bin, löst er sich langsam auf. Und das ist das, worum es hier geht. Ne? Deswegen Unterhaltung und Spaß wird meistens als Ausflucht und Überdeckung von sowas genommen. Ich mag nicht darauf gucken, was alles nicht gut ist. Genug der Theorie, das ist jedenfalls der andere Ansatz und ich kann das drehen und wenden, wie ich will, das geht nicht anders. Also den Yoga-Weg, den das im Westen genommen hat, das dann so in diese reine Sportgeschichte, ich gehe eine Stunde zum Yoga, dann fühle ich mich gut, das reicht nicht, auch für Yoga nicht. Das, was wir hier machen, ist quasi chinesisches Yoga, aber bei mir ist es schon so ein verwestliches, ne, weil ich auch auf die
Ich recherchiere andauernd die wissenschaftliche Belegbarkeit von einzelnen Übungen und das, was ich weiterentwickle, weil mir das nicht reicht. Nichtsdestotrotz, meine letzte Richtung, die ich jetzt noch weiter recherchiere, ist Vajrayana, ne? Tibetischer Buddhismus. Und der ist sehr, sehr, also tantrischer Buddhismus ist sehr voll mit unbelegten Sachen, aber auch mit vielem, was man dann doch zusammenbringen kann und was mit langsam mit Möglichkeiten, die jetzt neu dazukommen, aus der Technik auch langsam in Einzelfällen belegt wird. Und noch andere Themen, also dass zum Beispiel eine Praxis nicht wissenschaftlich untersucht wird, weil die nachher kein Geld gibt. Eine Pille, die ich entwickle, bringt nachher Geld. Das ist eine, also wenn ich zum Beispiel mit hier sowas zum Beispiel mit Körperwahrnehmung meine Lebensweise umstelle zu mehr Gelassenheit, vielleicht nachweisbar ein viel geringeres allgemeines Krebsrisiko habe, also ein viel geringeres, was vielleicht um Potenzen wirksamer ist als jede andere Pillengeschichte, da gibt es von vornherein niemanden, der Geld dafür gibt, für die Forschung. Alles solche Themen. Ne, bearbeite ich. Wir fangen trotzdem an, auch wenn es zu früh ist. Seid gegrüßt, wer jetzt oder später mitmacht. Schreibt auch mal was in den Chat. Also das lebt davon, dass ihr mitmacht. Schreibe ich auch hier hin, YouTube steht da, mitmachen, sonst langweilig. Weil Körperwahrnehmung ist zentral hierfür. Und daraus entstehen die Fragen. Also diese Frage, wie fühle ich mich jetzt, ist nicht um abzuspacen, sondern das ist zentral, um das zu schulen, um das zu lernen. Die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und ein neues positives Verhältnis zu seinem Körper, zu seinem Geist entwickeln und gehört hier mit zu, gehört zum Yoga und eigentlich auch zum traditionellen Qigong, zum Yang Sheng, zum Bhavana, gehört eben mehr. Also diese Übungen sind nur ein einziger Teil. Anderer Teil ist eben sich Gedanken machen darüber, wie man lebt und sowas und eigene Meditation. Ja. Und die Meditation auch nicht so ein Wohlfühl-Upspacen, sondern ein Hinterfragen, was steht dem Wohlfühlen, wenn ihr so wollt, im Wege, um daraus zu lernen. Okay. Sonnenschein. Nächste Woche ist vielleicht hübscher. Also, Qi wecken. Das war schon mal ein Schütteln. Wir sind die nächsten 3 Monate bei den Wolkenhänden aus der Tai Chi Form. Und ich kann euch empfehlen, einfach mal mit dieser hohen Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Gelassenheit bei den Körperempfindungen und so weiter. Ihr kennt das, untere Hüfte nach vorne, alles locker. Also versuchen die ganze Zeit entspannt zu bleiben und werden zu lassen, einfach seitlich nach links zu gehen. Also wenn ihr zu wenig Platz habt, fangt ihr wieder von vorne an. Wenn ihr genug Platz habt, wie ich eigentlich hätte, dann kann man im Kreis gehen. Einfach mal diese untere Becken nach vorne so ein bisschen eingehockt zu gehen, also seitlich. Das ist eine Sache. Also das ist die erste Übung, das seitliche Gehen. Die zweite Übung wäre, ein Standbein aussuchen und die gegenläufige Hand, also ich bin jetzt rechts im Standbein, Gewicht ist rechts, die linke Hand kommt so in Herzhöhe mit ein wenig Platz. Und dann machen wir erstmal nichts anderes, als das Gewicht von rechts nach links zu verlagern. Okay, jetzt haben wir ein neues Standbein. Links, linke Hand sinkt,
rechte kommt nach oben, immer noch links, Gewicht, rechte Hand ist oben, jetzt gewichte ich von links nach rechts und lasse die rechte Hand beim Ankommen sinken, die linke steigt. Ja. Erstmal nur das Gewichten, gleiche Seite Hand, wenn ich angekommen bin, sinkt, gegenläufige Hand steigt, bleibt vor der Brust, wenn ich angekommen bin, sinkt sie. Also immer, wenn ich angekommen bin, die gleichseitige Hand runterkommen lassen, gegenläufige Hand hoch und verlagern. Und nehmt dazu ruhig erstmal euren Atemrhythmus, wirklich so ein langsames Fließen darin entwickelt. Das ist schon toll. Wenn ihr die untere Hand in der Mitte hängen lasst, dann ist das schon super, dann habt ihr schon fast alles, worum es geht. War jetzt auch nur einmal, später kommt dann eben dieser Schritt noch dazu, aber wir haben genug Zeit dafür. Und Spaß und Unterhaltung, wenn ich wirklich vollständig bei dieser Bewegung bin, dann habe ich genug Spaß und Unterhaltung. Wirklich, ist so. Das ist eigentlich alles, was wir heute machen wollten. Es ist genauso dunkel wie letzte Woche. Das heißt, also, es ist nicht attraktiv anzugucken. Ich kann das leider nicht ändern. Ich habe keinen Einfluss auf das Wetter noch nicht. Da ist meine Magiefähigkeit noch nicht ausgeprägt genug, dass ich sämtliche Wolken schieben kann. Manchmal glaubt man das, dass man so Löcher in die Wolkendecke reinmachen kann, mit dem machen wir auch einfach Spaß, halt. Mit dem ersten Brokat den Himmel mit den Händen stützen. Das lebt von euren eigenen Fragen. Danke für diese Session. Einblick in den Chat. Mal gucken, ob das dieses Jahr ein wenig mehr Verbreitung findet. Also ich mache das ja in erster Linie wegen der Verbreitung. Also weiß nicht. Also eigentlich nicht für die Popularität, sondern eben damit, also weil ich hätte das gerne gehabt, als ich jung war. Und übrigens, das hier ist nicht für alte Leute nur, sondern es ist eigentlich ist das für alle Altersklassen. Wir machen das so langsam, um eben den Körper dabei zu fühlen. Also selbst Kampfkünstler machen diese Formenarbeit, um noch genauer zu spüren und besser zu werden in ihrer schnellen Bewegung. Also das ist zwar bekannt als alte Leute-Geschichte, aber es ist umfassend. Ne? Also Ernährung, ausreichend Schlaf, dieses freundlich aufmerksam und gelassen ist quasi die Spitze von Philosophie, aber eben auch ein bisschen belegt mit dem, was man wirklich feststellen kann und bla bla bla. Ja. Danke nochmal fürs Mitmachen. Okay,
Vergesst es nicht. Entwickelt euer inneres Lächeln. Das ist wirklich wichtig. Ja. Im Zweifelsfall lächeln. Macht das Leben wirklich einfacher. Danke. Back to the still. Back to the black. Freundlichkeit ist wirklich zentral. Bye bye.